Hallo und herzlich willkommen zum Bauchintensiv heute am Dienstagabend mit mir, Marlene. Dabei habe ich Rebecca und Katja zur Unterstützung. Wir trainieren eine halbe Stunde unsere Körpermitte, den Bauch, Rücken ist ein kleines bisschen mit dabei. Und wenn ihr möchtet und daheim habt, dann könnt ihr heute Gewichte mit dazu nehmen. Es reichen so 2 bis 5 Kilo, 2 Gewichte, also Kurzhanteln. Es können auch Flaschen sein, es können auch andere Gegenstände sein. Hauptsache, sie sind ungefähr gleich schwer. Und dann legt ihr euch die einfach zur Seite, kommt in den Stand und dann geht's los. Nimm die Füße ungefähr hüftbreit unter den Körper, Knie sind soft, Bauch ist jetzt schon fest. Deine Brust ist stolz, dein Kinn auch. Und dann starte mit Schulterrolle nach hinten, roll zurück. Beide Schultern kreisen nach hinten. Wir arbeiten später auch mal im Stütz und deswegen wollen wir die Schultern optimal vorbereiten. Die Belastung. Wechsel die Richtung, kreis nach vorne. Vor. Vor. Mach eine große Bewegung draus. Jawohl. Und nochmal zurück. Zurück. Zieh deine Schulterblätter hinten, nach unten und zusammen. Noch 4, 3. 2 und dann marschier am Platz. Rechter Fuß. Ganz locker ein bisschen reinkommen. Arme locker mitnehmen. Und die Knie leicht nach oben ziehen. Achtung, im Wechsel kreisen wir mit dem Knie. Rechts, Schritt, Schritt, links. Links, mal rechts euer Bein. Bleib dabei. Zieh. Zieh. Wir wollen hier den Hüftbeugen aktivieren. Und vorbereiten. 2 mehr. Marschier locker am Platz. So, mach dich nochmal lang. Und dann atme ein. Nimm die Arme hoch. Und tief. Hoch. Und tief. 2 mal mehr. Einmal noch. Und dann nimm wieder deine Knie hoch. Rechts, Schritt, Schritt. Jawohl. Jawohl. Werd ein bisschen größer. 2 mehr. Einmal jede Seite. Und löst. Nimm die Füße ein bisschen weiter. Zehenspitzen leicht nach außen. Bauch fest. Wir setzen uns in den Squat. 4, 3, 2, 1. Hoch. Nochmal langsam. Knie schieben nach außen. Und dein Bauchnabel zieht leicht an. Wir werden ein bisschen schneller. 2, 2. Tief, tief, hoch und hoch. 1, 2, 2 und 1. Bleib oben stolz, lass deine Schultern, wenn möglichst, hinten. Wirbeln auf. Komm nach unten. Tief. Halte kurz. Halte. Und hoch. Nochmal. 2 tief. 4 halten. 2, 1. Und hoch. Bleib dabei. Und hier unten, konzentrier dich. Schieb die Knie raus, Bauch fest. Und dann komm wieder nach oben. Bleib hier. Setz ein Knie ab. Und komm auf die Matte. Leg dich einmal auf den Rücken. Einfach flach auf den Rücken. Die Arme bringen wir neben uns auf den Boden. Bauch machen wir fest. Und dann bringen wir unsere Beine 90 Grad nach oben. Lassen fallen. 4, 3, 2, 1 und hoch. Nochmal. Tief. Zehenspitzen auf den Boden tappen und wieder hoch. Wenn du die Beine sinken lässt, dann zieh den unteren Rücken bewusst zum Boden.
Themenwechsel. 2-2. Tief, tief, hoch, anderes Bein. Tief, tief, hoch. Vier mehr. Und jetzt versuch, den Winkel im Bein immer beizubehalten. Das aktiviert den unteren Bauch. Schneller. Du gehst tief, hoch, tief, hoch. Und wenn du kannst, setz den Fuß jetzt ein bisschen weiter weg, um den Bauch bewusster zu aktivieren. Acht mehr. Tap. Tap. Vier noch. Drei. Und zum Abschluss mach dein Bein lang. Geh tief ran. Tief ran. So streck dein Bein aus der Körpermitte von dir weg. Bring Spannung bis in die Zehen. Und stopp. So, wenn ihr Gewichte habt, nehmt ihr sie euch jetzt zur Hand. Ansonsten bleibt ihr einfach bei Katja. Die macht ohne Gewichte mit. Leg dich ab. Fersen nah an den Po. Die Gewichte nimmst du in beide Hände und dann beugst du deine Ellbogen ungefähr auf Brusthöhe neben dem Körper. Deine Handflächen zeigen nach vorne, dein Becken kippt. Und dann starten wir mit einem super langsamen Crunch. Die Gewichte schieben nach oben zur Decke. 4, 3, 2, stopp und tief. Nochmal. 4, 3, 2. Beim Crunch müssen sich nur deine Schultern vom Boden lösen. Dein Kinn ziehst du leicht Richtung Brust und die Arme bringst du oben zusammen. Streckst die Arme aus. Bleib dabei. Roll dich immer Wirbel für Wirbel auf und lass dir Zeit auf dem Weg nach unten. 2 und 2. Komm hoch, hoch, tief und tief. 1, 2, 2 und 1. Wir nehmen hier die Brust und die Schultern mit ins Spiel. 4 mehr. 3 noch. Hoch, hoch. 2 mehr. Und dann komm schnell nach oben. Stopp. Langsam tief. Stopp. 2 mal mehr. Achtung, wir bringen gleich ein bisschen Tempo rein. Wir nehmen die Arme hoch und dann machen wir sie lang. Schau mal her. Hoch, öffne, hoch und beug. Hoch, öffne, hoch und beug. Vier mehr. Und versuch, dich jedes Mal nach oben zu ziehen. Einmal mehr. Pause. Leg deine Gewichte weg. Leg die Arme ab. Bring die Beine hoch. Im Wechsel lang machen. Weg. Weg. Ran. Ran. Aktive Pause für den oberen Bauch. Du arbeitest weiterhin die geraden Bauchmuskeln und verschiebst den Fokus jetzt einfach ein bisschen nach unten Richtung Hüfte. Werd schneller. Tief ran. Tief ran. Bring dein Knie immer wieder über deine Hüfte. Beide Beine zusammen. Langsam. Tief. Tief ran. Ran. Nur noch 2 mehr. Letzter. Und stopp, stell die Füße ab. Schnapp dir wieder deine Gewichte. Komm wieder in deine Grundposition. 90 Grad in den Ellbogen. Hüfte gekippt. Bauch super fest.
Wir starten. 4 und 4. 4, 3, 2, hoch und tief. Nochmal. Schieb. Schau am besten zu deinen Gewichten und mach den Nacken richtig lang auf dem Weg nach oben. Zwei und zwei. Hoch, hoch, tief und tief. Optional, ohne Gewichte, bringst du einfach ganz viel Spannung in deine Arme. Komm schnell nach oben. Stopp. Langsam tief. Zack. Stoß deine Hände zur Decke. In unsere Kombi. Wir gehen hoch, öffne, hoch und tief. Gute Nachricht, die zweite Runde ist ein kleines bisschen kürzer. Vier mehr. Drei noch. Zieh, tief, schieb. Komm, bring Kraft in die Arme. Einmal mehr. Und Pause, leg die Gewichte weg, locker die Arme. Dann bring deine Beine wieder nach oben. 90 Grad, zieh den unteren Rücken fest in den Boden. Wir starten langsam im Wechsel. Leg Extension. Tief, tief, hoch, hoch, weg, weg, ran und ran. Was sagt der Bauch? Ich hoffe, jetzt wird er richtig, richtig warm. Wenn du immer noch gar nichts spürst, dann bring jetzt mehr Spannung in die Beine. Schieb sie weiter weg. Single Tempo. Tief ran. Tief ran. Beide zusammen. Langsam. Tief. Tief ran. Und ran. Schieb die Beine von dir weg und spür die Spannung im Bauch. Vier mehr. Schieb, schieb, ran. Komm, die letzten hier. Nur noch zwei, schieb. Einer noch. Und Pause. Schnapp dir ein Knie. Zieh dich einmal hoch und dann roll dich einmal um. Die Gewichte dürfen erstmal zur Seite und wir kommen auf alle Viere. So, bring deine Hände unter deine Schultern. Drück dich hier richtig raus. Schöne lange Linie. Setz die Knie ab, bringe Spannung in deine Mitte und dann kleines Warm-up für unsere Handgelenke. Roll dich über deine Hände. Mach kleine Kreise in deinem Tempo. Und verlage einfach dein Gewicht und spür die Hände auf dem Boden. Roll durchs Handgelenk. Dann wechsel einmal die Richtung. Verlage ganz bewusst dein Gewicht. Und spür mal ein bisschen in den Körper rein. Okay, löst ganz kurz. Nimm mal kurz deine Hände zusammen, verschränk die Finger. Und dann roll kurz durch dein Handgelenk. Wir arbeiten gleich richtig lange im Stütz, deswegen wollen wir sicher gehen, dass die Handgelenke warm sind. Okay, Handgelenke, Hände auf den Boden. Nicht die Handgelenke bitte, die Hände, die Handflächen. Schultern in einer Linie, Bauch fest, dann klapp deine Zehenspitzen runter und schieb dich nach oben in den herabschauenden Hund. Hoch, hoch, hoch. Und dann schieb dich wieder tief und diesmal lass die Beine lang auf dem Weg nach unten. Hoch, hoch ins Dreieck und tief in den Plank. Wenn du dich nach hinten schiebst, mach die Arme lang und drück die Fersen Richtung Boden.
bisschen schneller, wir hängen was an. Komm nach oben. Hoch, hoch, tief. Und jetzt lauf mit den Händen vor, vor, rück ins Dreieck. Hoch, hoch, tief und lauf. Vor, vor. Optional schiebst du dich auf deinen Knien zurück und dann arbeitest du hier weiter. Vor, vor. Der Vorteil ist, du aktivierst auch hier deine Körpermitte, aber hast ein bisschen weniger Druck in den Armen. Pause. Wenn du willst, locker kurz dein Handgelenk durch. So, aber natürlich eine aktive Pause. Deswegen gehen wir eine Etage tiefer auf unsere Ellbogen. So, du kannst die Hände zusammennehmen, kannst die Arme voreinander klappen, wie du magst. Bring den Popo tief und dann schieb dich hoch auf die Zehenspitzen. Löst die Knie, spann den Po an und schieb die Fersen zurück. Aktive Pause. Wir verlagern unser Gewicht nach vorne. Vor, vor, vor und dann zurück. Du arbeitest wie auf einer Schiene. Ah, der Po bleibt auf einer Höhe. Und du verlagerst einfach nur dein Gewicht. Und wenn es dir zwischendrin zu viel wird, setz einfach die Knie ab. Aber bleib unter Spannung. Gleich geschafft. Einmal mehr. Stopp, setz die Knie kurz ab. Komm auf die Hände. Roll dich aus den Schultern raus. Löst die Knie und mach dich bereit. In 4, 3, 2, in den herabschauenden Hund. Hoch, ganz langsam, lass dir Zeit. Und tief. Komm, hoch, hoch, tief und lauf mit den Händen. Vor, vor, rück, rück. So, der herabschauende Hund gibt dir die Chance, jedes Mal wieder deine Mitte zu finden. Du kommst hoch und dann ziehst du den Po auf Schulterhöhe und machst dich fest. Pause. Setz ab. So, locker nochmal deine Handgelenke. Runde 2. Ellbogen. Komm tief. Schau, dass die Ellbogen in einer Linie mit den Schultern sind. Po ist angespannt. Drück dich hoch und schieb deine Fersen zurück. Und jetzt Gewicht nach vorne. 4, 3, 2, 1. Rück. Einmal mehr. Und löse. Wir drehen uns einmal auf den Rücken. Jetzt darfst du dir wieder deine Gewichte nehmen, wenn du sie hast. Ansonsten einfach ohne. Leg dich ab und breit die Arme neben dir aus. Rück nach hinten. 4, 3, 2, 1 und Mitte. 90 Grad in den Knien. Und du gehst nur so tief, wie du deine Schultern auf dem Boden lassen kannst. Nimm einen Arm nach oben. Geradewegs zur Decke. Knie gebeugt. Bauch fest. Und dann Crunch nach oben. Hoch, tief, hoch, tief. Lass die Beine kippen und jetzt öffne den Arm nach außen. Komm zurück zur Mitte und an selbe Seite nochmal. Dein Arm öffnet weg von den Beinen bis zum Boden und wieder hoch.
Bleib dabei. Tief. Hoch. Lass dir Zeit. Auf dem Weg nach unten öffnen wir jetzt die Beine. Du gehst tief, tief, streckst aus, beugst und kommst zurück zur Mitte. Selbe Seite. Tief, tief, streck, beug und komm hoch. Einmal mehr. Und wechsel. Leg deinen Arm ab. Bring den anderen Arm hoch. Schulter zurück. Und crunch nach oben. Hoch, tief, hoch, tief. Öffne. Auf. Super langsam. Und Mitte. Spür dann auf dem Weg nach oben, wie deine seitlichen Bauchmuskeln noch mehr arbeiten müssen, weil sie bringen deine Beine und deinen Arm mit Gewicht wieder zurück zur Mitte. Wir bauen auf, komm tief, streck, beug und zurück zur Mitte, nochmal tief. Tief, auf, Mitte und hoch. Einmal mehr. So, dann darfst du deine Gewichte ablegen, die Arme einfach nur weit machen und dann nochmal die Beine von Seite zu Seite fallen lassen. Tief, Mitte, Mitte, tief, tief, Mitte, Mitte. Denk nochmal an deine Schultern. Lass mit dem Ausatmen die Schulterblätter nochmal zum Boden fallen. Halt kurz an. Mitte, Knie in der Luft. Löse den Oberkörper und bring deine Hände in die Zehen. Nacken ist lang. Und dann tappen wir im Wechsel. Cross-Crawl. Tap, tap. Zieh deinen Ellbogen immer zum gegenüberliegenden Knie und dreh den ganzen Brustkorb mit. Wenn du mehr willst, streck die Beine. Lang, lang. Komm, gib den seitlichen Bauchmuskeln den Rest. Die letzten. 8, 7, 6. Bleib dabei. 4, 3, 2 und stopp. Du darfst nochmal hochkommen. Die letzten 5 Minuten Arbeit für heute. Wenn du willst, schnapp dir ein Gewicht. Mehr brauchst du nicht. Und dann komm auf alle Viere. Leg dein Gewicht erstmal vor dich. Bring die Hände wieder unter die Schultern. Bauch ist fest. Deine Knie sind in einer Linie mit der Hüfte. Und die Schultern drücken sich raus. Wir starten mit dem hinteren Bein und schieben immer die Ferse nach oben zur Decke. Schieb hoch, 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 tief und tief. Versuch die Hüfte gerade zu halten und schieb einfach nur deine Ferse zur Decke. Viel mehr. Zwei noch. Single Tempo. Hoch, tief, hoch, tief. Wenn du jetzt merkst, auf dem Weg nach oben rutschst du ins Hohlkreuz, mach die Bewegung kleiner. Schnell hoch und halten. Stopp. Langsam tief. Stopp. Und langsam runter. Einmal mehr. Und Seitenwechsel. Langsam. Hoch, hoch, tief und tief. Bleib dabei.
dream make you mark. We'll let the one hold you back. You watch for the stars. Viermal mehr. Spann jetzt nochmal deinen Bauch an und schütz den unteren Rücken. An deine Bauchmuskeln und deine Muskeln im Rücken sind wie ein Korsett um die Wirbelsäule. Single Tempo. Hoch, tief. Hoch, tief. Noch vier. Drei. Und dann zum Abschluss schnell hoch und halten. Stopp. Langsam tief. Stopp. Zwei mehr. Letzter. Und löst. Setz dein Knie ab. Wir gehen jetzt wieder zum ersten Bein. In die andere Hand nimmst du jetzt Gewicht, wenn du möchtest. Also, auf die Hand stützen. Rechte Hand hat ein Gewicht. Linke Hand, linker Fuß arbeitet mit. Zieh den Ellbogen hoch. Hoch, hoch, tief und tief. Hoch, hoch. Dein Ellbogen zieht zur Decke. Schnell hoch. Stopp. Und jetzt spür, wenn Arm und Bein zusammenarbeiten wollen, muss der Bauch noch mehr helfen. Und hoffentlich ist er jetzt schon so müde, dass es richtig anstrengend wird. Zieh hoch und dann halt inne. Nur halten. Ferse zur Decke, Ellbogen nach oben. Vier. Drei. Zwei. Wir pulsieren. Zieh. Zieh. Ganz kleine Bewegung zur Decke. Noch vier. Drei. Zwei. Und löse. Letzter Seitenwechsel. Scheibe in die andere Hand. Mach dich lang. Schieb Ferse und Ellbogen nach oben. Wir starten. Zwei und zwei. Hoch, tief und tief. Bleib dabei. Schnell und halten. Stopp. Langsam tief. Zweimal mehr. Und dann komm hoch und halt inne. Die letzten Sekunden Arbeit für heute. Halten. Mach jetzt nochmal alles fest. Und zum Abschluss die kleinen Pulse. Puls. Puls. Wir hängen noch. Vier dran. Vier. Drei. Zwei. Und löse. Dann leg dein Gewicht ab. Bring einmal deine Füße zusammen. Und setz dich zurück. Wir machen die Arme lang. Und atmen durch. Lass deine Achseln richtig zum Boden sinken. Entspann die Schultern. Und dann roll dich hoch auf alle Viere. Bring nochmal deine Gelenke schön in eine Linie. Und dann lass mal den Rücken durchhängen. Zieh dein Kinn zur Decke. Und dann mit dem nächsten Einatmen mach dich rund. Zieh dein Kinn zur Brust. Schultern zur Decke. Und dann noch einmal in jede Richtung. Mach dich rund. Dann komm einmal hoch auf deine Knie. Schieb deine Hüfte vor. Stütz die Hände ein. Und dann schieb mit dem Ausatmen nochmal die Hüfte nach vorne. Mach den Po fest. Zieh die Schultern zurück. Und löse. Und dann sind wir durch. Eine halbe Stunde bauchintensiv. Ich hoffe, ihr seid ins Schwitzen gekommen. Lasst es euch gut gehen, wenn ihr Lust habt. Schaltet in einer Viertelstunde direkt wieder ein für Fitmix mit Rebecca. Tschüss!